Der Lotsenturm von Karnin und die Reste der historischen Eisenbahnhubbrücke sind beliebte Ausflugsziele. Auf meinem Wege grüßt mich das Rauschen des Waldes, das satte Grün der Wiesen, der fröhliche Gesang der Vögel, aber die Ruhe der Landschaft klingt in meinen Ohren wie ein lauter Schrei. So schrieb es der preußische Badegast Ferdinand von Kranewinkel 1912 nach einem Spaziergang in sein Tagebuch. Und diese Eindrücke haben die Jahrzehnte überdauert. Die berühmte tausendjährige Eiche, das Naturschutzgebiet Lieperwinkel und das Gebiet um den Balmer See mit seinen Nistplätzen für Graureiher sind auch heute Idyllen und Oasen für Naturfreunde. Thank you.